gut, wenn wir, wo wir jetzt hier im letzten Video uns so explizit mit Meerwasser und allen möglichen Eventualitäten bezogen auf Problemen, was die Einfuhr, den Export, das Leben im Aquarium etc., womit wir uns beschäftigt haben, was jetzt auf jeden Fall eine harte Kost war, geben wir uns jetzt heute mal ein Paludarium. Vielleicht finden dort ja sogar gar keine Tiere in dem Sinne statt, sondern es geht hauptsächlich um Pflanzen, denn wir wissen ja, im Süßwasser kann man durchaus auch Pflanzen halten ohne Fische, denn die Nährstoffe, ist jetzt vielleicht auch wieder weit hergegriffen, aber laut meinem Wissen oder laut dem, was wir in der Vergangenheit so gemacht haben, kann man auch künstlich dazugeben, ohne dass man Tiere im Aquarium haben muss, also Nitratphosphat etc. und so weiter, kann man ja auch alles in dem Sinne dosieren. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Wie gesagt, der letzte Stand war das Korallen. Das brauchen die Ausscheidung von Fischen. Aquagraphy heißt der Channel. 53.000 Abonnenten. Wir gucken uns jetzt ein XXL Paludarium an. So schnell hat sich das Thema ohne Fische etc. auch schon wieder erledigt. Ah, eine Intro. Hat man ja selten in der Aquaristik-Szene auf YouTube Intros. Ich wollte gerade sagen, aber das ist kurz. Naja. Oh Gott. Assalamualaikum, Bray. Balik lagi di channel Aquagraphy. Okay, Facecam sitzt mal wieder komplett unangebracht. Ich pack sie unten in die Ecke. So, jetzt. Okay, es ist weder Englisch, es ist irgendwas, was wir gar nicht verstehen. Wir versuchen uns also auf das zu konzentrieren, was hier gemacht wird. Sehr, sehr große Wurzeln. So groß, dass hier sogar mit der Kettensäge Hand angelegt werden muss. Alles wird vernünftig verschraubt. Wie groß ist das Paludarium nochmal? 5 Meter. Ist auf jeden Fall ordentlich. Wir werden so ein bisschen nach und nach durchskippen und jetzt nicht alles uns komplett anschauen. Ich weiß auch nicht, wie viel Redeanteil generell drin ist. Aber das Ding ist auch 20 Minuten. Das ist schon ordentlich. Ich weiß auch nicht 100%, wo das Ganze entsteht. Also ob das jetzt... Es wird ja kein privater Haushalt sein, schätze ich, so wie das aussieht. Das ist schon immer geil, wenn man so Akku-Werkzeug hat, ne? Dann kann man schon so richtig entspannt arbeiten. Okay, hier wird ganz viel geklebt, genagelt sogar an die Rückwand. Ist das anscheinend kein typisches Aquarium in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie Glas oder höchstwahrscheinlich auch kein Acrylglas sein wird. War ja auch eine übelst dicke Rückwand. Ja, das ist bei der Größe alles schon kein Spaß mehr, ne? Guck mal, wie lange die hier allein mit Wurzeln, Bodengrund, mit Hardscape beschäftigt sind. Ist das hier der Filterauslass? Sieht aus wie aus dem 3D-Drucker selbst gedruckt, beziehungsweise Filtereinlass. Alter! Krank! Oh mein Gott! Das wird ja übelst heftig! Das wird ja übelst der Oschi. Die habe ich auch, so eine Säbelsäge. Weil jemand auch gerade in den Chat geschrieben hat, wenn die Säge mal sägen würde. Das stimmt, sah nicht so aus, als käme die Kettensäge gut durch, ne? Die haben sie jetzt auch geswitcht zu dieser Säbelsäge. Die hat halt mehr so Zacken, glaube ich, dran, als die Kettensäge das in dem Fall hatte, ne? Zacken. Das ist ja ein ganz professioneller Begriff. Ihr wisst, was ich meine. Okay, Alter, hier wird auf jeden Fall ganz krass viel gewerkelt. Wir gehen mal kurz zu den Pflanzen über. Also wir haben hier auf jeden Fall richtig viel Farn. Ergibt sich ja, ne? Sind die jetzt real, die Pflanzen? Die sehen schon fast ein bisschen unreal aus, ne? Aber denen traue ich das irgendwie, so wie die das bis jetzt alles gebaut haben, denen traue ich nicht zu, dass die Pflanzen nicht echt sind. Alter, ist das krank. Ist das in einem Hochhaus?
Die sind übelst hoch, die sind nicht mal ebenerdig. Ist es dann doch ein privater Haushalt? Was soll denn sonst so hoch stehen? Junge, was hast du denn dann für ein Klima in dem Zimmer, wenn du so ein riesen Paludarium hast? Da musst du aber gut lüften. Vielleicht ein Büro. Vielleicht werden wir das gleich noch ein bisschen sehen. Die Umgebung. Hier ganz viel Moos kommt noch dazu. Ich hoffe, wir können... Ach du Scheiße. Ist das viel Arbeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wie viel Liebe zum Detail, ne? Und das in der Größe. Alter, sieht jetzt schon ganz, ganz heftig aus. Warte, steht das draußen? Steht das auf dem Balkon? Ich blick nicht durch. Das sieht aus, als wäre es draußen, oder? Okay, es wird befüllt. Dann kommt jetzt gleich das Ergebnis höchstwahrscheinlich. Das wird safe das heftigste Paludarium, was ich jemals gesehen habe. Das sehe ich jetzt schon. Freizeitpark, ja, ja, Freizeitpark im fünften Stock. Oder ein Hotel. Hotel könnte natürlich auch sein, dass das so ein Außenbereich von einem Hotel ist. Sieht sehr laut aus. Ich bin so krass gespannt jetzt aufs Gesamtbild. Oh, Schnittlauch kommt auch noch mit dazu. Nice. Kann man sich dann bedienen, wenn das ein Restaurant ist. Bisschen was aufs Brötchen. Alter, jetzt sehe ich es gerade erst. Ich habe kurz in den Chat geguckt. Ja. Ah, guck mal, Filterbecken direkt drunter. Kleines Placement noch mit eingebaut. Das sah mir aus, als wäre das so Bakteriensiedlungsfläche einfach, ne? Ja. Das sieht mir aber auch wieder aus, als wären die gerade fertig und packen sofort die Fische rein, ne? Da wird auch nicht irgendwie der Nitritpeak abgewartet oder eine Biologie entwickelt oder so. Haben auch nichts dazu gesagt. Die werden hier einfach reingeklatscht, ne? So wie es aussieht. Wirkt das nicht etwas überladen? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, es wirkt ziemlich perfekt. Skalare, glaube ich, kommen hier noch rein. Neon-Skalare. Die ersten habe ich gerade gar nicht richtig gesehen. Platys. Barben. Mhm. Vertragen sich Barben und Skalare? Bin immer noch kein Fischexperte und werde es wahrscheinlich auch nicht sein, aber Barben sind ja immer so ein paar... Und die Skalare fressen Neons. Ja, ist doch dann die perfekte Kombi, oder? Barben sind immer sehr aggressiv und fressen immer gerne die Fühler und so weiter an. Das wurde zumindest mir immer früher gesagt. Ich selber habe Barben nie gehabt. Jetzt bei meinen Projekten eben aus den genannten Gründen, weil die ein bisschen aggro sind. Also die Skalare können auf jeden Fall die Neons noch nicht fressen. Dafür sind sie auf jeden Fall noch zu klein. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die mal ausgewachsen sind. Ehrlich gesagt, die Fische sind mir jetzt auch eigentlich relativ egal. Ich will jetzt das Ergebnis sehen. Und das Ganze wird uns jetzt... Das meinte ich übrigens mit, weil sich jemand gerade lustig darüber gemacht hat, dass ich gesagt habe, das ist sehr laut. Das meine ich mit laut. Akhir dari setting kita. Gut, mit den Infos können wir jetzt so leider nichts anfangen. Wir gucken uns jetzt den Paludarium Porn an. Krank. Krank. Ich will sehen, ob das in 3 Jahren auch noch so aussieht. Das würde mich interessieren. Die Pflanzen sind schon ein bisschen gelb links, ne? Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht alles sehr, sehr gut bewässert aus. Krank. Das ist wirklich eine eigene Welt.
Da will man noch so ein kleiner Molch sein. Sich ganz gemütlich ins Moos kuscheln und hoffen, dass die ein oder andere kleine Fliege vorbeikommt. Da, da, habt ihr sie gesehen? Da war doch, da waren meine Molchaugen doch schon fast zugeschlagen da unten. Ah, da läuft sie doch schon. Die fühlen sich auch angezogen vom Paludarium. Oh, guck mal, sogar mit Nebler drin. Fällt mir jetzt erst auf. Episch. Das Krasse bei denen ist, das steht gerade ganz frisch und sieht aus, als hätte es schon immer so ausgesehen, ne? Die haben das wirklich schon so gebaut, so wie man sich erhofft, wie es später mal in der Natur aussieht oder so. Die haben es direkt komplett vollgeklatscht mit Pflanzen. Und es sieht direkt von Anfang an richtig krank aus. Es kann optisch fast gar nicht viel besser werden, finde ich. Wie sieht es aus mit den Pflanzen, die ausschließlich über Wasser sind? Müssen die gegossen werden? Die Überwasserpflanzen kommen natürlich drauf an, ob die halt so stehen, dass sie viel abbekommen von dem Wasserfall und von der Luftfeuchtigkeit. Ich gehe mal davon aus, viele müssen auf jeden Fall besprüht werden, ne? Je nachdem, so das Moos kann natürlich an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen trocken werden, höchstwahrscheinlich. Aber will man das im Wohnzimmer haben? Lautstärketechnisch würde ich das nicht im Wohnzimmer haben wollen, aber auf der Terrasse könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen, ja? Oder wenn ich wirklich ein Hotel hätte und das wäre so die... Das Restaurant oder so im Außenbereich, finde ich das schon sehr, sehr episch. Komm, zeig nochmal das ganze Bild jetzt. Zeig nochmal her den Aal. Komm, jetzt wäre ein guter Übergang. Ah ne, es bleibt episch. Boah, das ist aber wirklich krass viel. Da ist wirklich krass viel Liebe im Detail. Und ich werde ganz lieblos jetzt ein ganz kleines bisschen skippen, Freunde. Ganz kleines bisschen skippen. Oh, oh. Jetzt kommt gleich der große Moment, wo wir das 5 Meter Paludarium sehen. Alter. Alter, das geht ja noch weiter. Ist das krank? Ist das heftig? Das wäre mal was für ein Zoo, ne? Das würde sich in so einem Zoo echt gut machen, rein optisch. Aber wo steht es jetzt? Es steht, glaube ich, wirklich draußen. Krank ist das Grün. Ja, krasses Ding. Das heftigste Paludarium auf jeden Fall mit Abstand, was ich jemals gesehen habe. Ist jetzt nicht so, als hätte ich mich jetzt so ausführlich mit Paludarien bislang beschäftigt. Ich weiß leider immer noch nicht so 100%, wo es jetzt eigentlich steht. Ich hätte gerne mal so die Umgebung gesehen, was das da eigentlich gerade ist. Ich schätze, es wird irgendwas Öffentliches sein. Ich glaube irgendwie nicht so 100%, dass das ein privates Ding ist, aber ich weiß es nicht so genau. Die haben oben Drucksprüher aufgebaut. Automatische Bewässerung wahrscheinlich. Ah, true. Haben die hier an diesem System noch so eine Sprühanlage mit drauf, was alles ansprüht, oder wie? Ah, krass. Ja, dann muss man da auch gar nicht mehr gießen. Auch nicht mehr die Bereiche, die vielleicht ein bisschen trockener gelegen sind, wenn dem wirklich so ist. Ah, hier oben. Das ist wahrscheinlich gemeint, ne? Nee, das sieht mir nach Lampen aus. Oder ist hier noch irgendwas dabei? Naja, wie auch immer. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Ding. Sehr, sehr krasses Ding, was die Asiaten in dem Fall hier auf die Beine gestellt haben. Die Asiaten sind von dem, was den Aufbau von Aquarien und Paludarien etc. betrifft, so gefühlt, wenn man jetzt mal alle über einen Kamm scheren möchte. Das Gegenteil von den Amerikanern, ne? Die machen in Perfektion dieses Naturding und so ganz krass. Und die Amerikaner machen so Plastikkoralle hier, Plastikkoralle da, fertig ist die Kiste. Das ist echt sehr interessant, so auch diese kulturellen Unterschiede da irgendwie so zu sehen. Ja, sieht krass aus. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus.